eh nichts mehr. Das ist egal, damit hallo und herzlich willkommen zu Borderlands! Ja, die Folgen gehen so schnell ineinander ein, dass sie es nicht mal merken hier. Aber man kann ja auch nicht großartig pausieren, weil hier ist immer irgendwas los. Ja, immer Action. Das ist wohl wahr, ja. Wo müssen wir denn die Franken-Ding abgeben von Dr. Snett? Ich glaube, warte, die müssen wir wieder in Jacob's Cove abgeben. Okay. Erstmal per Anhalter machen und danach können wir wieder. Ich würde gerne darüber. Oh, wir können darüber, das sind Waffenkisten. Tatsächlich. Hier ist ein Pad, das man benutzen kann. Wir müssen ein bisschen ein Signal übersetzen und eine Fahrt buchen. Ah, okay. Nein, sieh mal an. Na, nix für mich. Bin gut versorgt. Aber die Schränkchen mache ich auf. Mitnehmen zum Verkaufen. Ja. Ja, ich habe schon einige Waffen drin, deswegen habe ich es euch überlassen. Auch fürs Team und so, weißt du? Ja. Pretty nice. Dann drücke ich jetzt mal auf den Knopf. Drück mal auf den Knopf. Das war der falsche Knopf! Überlebt? Was? Okay. Jetzt. Und ich frage euch, seid ihr bereit zum Überleben? Mm-mm. Nein. Ey, ich bin angekotzt. Ach, hinter! Ja, ja! Unhöfliche Zombies hier. Hier oben auch, und die ganzen Feuerexplosionen sehe ich wieder nicht. Ich bin's nicht diesmal. Nein, das war auch ich. Hinter dir, Tobi! Treppe über hochgeht, ne? Ich will Blut sehen. Dann kann ich in die Zone reinlaufen. Welche Zone? Da wo es so rumblinkt. Da drüben ist orange, das Außenzeichen. Eine lila Waffe. Hier unten. Boah, das ist schon alles auf jeden Fall. Sei doch mal froh. Ist man da nicht mehr gewohnt, so was, dass es so schnell geht? Bam! Also, Nahkampf geht bei den Zombies eigentlich auch ziemlich gut. Wow! Ach, so wie die Zombies hier laufen und angreifen, so hätte ich mir DayZ gewünscht. Stattdessen rennen sie bei DayZ oder was? Ne, es gibt fast gar keine. Bei DayZ? Ja. War das nicht mal voll mit Zombies? Nö. Außer habe ich nicht vor mir der No Man's Sky spielen sehen. Das hast du eben getan, ja, das kann sein. Das habe ich eben gemacht. Ich weiß, habe ich gesehen. Und das macht. Verdammt. Ja, ich habe mit einem Kollegen zusammengespielt. Ja, aber ich dachte, dass die Missionen immer nicht im Multiplayer richtig funktionieren.
Das weiß ich nicht. Ja, du hast ja am Anfang mit den Missionen Dinge, was du machen kannst. Das klappt dann leider noch nicht so richtig im Multiplayer. Du kannst jemandem helfen, abzubauen, den ganzen Scheiß, aber der Fortschritt, was du so machst, also missionstechnisch, wird doch nicht übernommen. Ja, ich weiß noch nicht, wie, ob das so sein soll. Ich glaube schon, die arbeiten noch dran hin. Wir gehen mal weiter. Ja. Also sobald das dann funktioniert, sodass man auch die Mission miteinander spielen kann, dann bin ich dabei, dann hole ich mir dieses Spiel also, auf. Also ich bin, ich spiele es ja schon länger und habe schon einen größeren Fortschritt gehabt und der Kollege hat jetzt die Tage erst angefangen und der ist dann bei mir einfach mit rein ins Spiel und hat halt sein eigenes Spiel mitgestartet und wir spielen quasi zusammen in der Nähe, parallel, aber trotzdem hat jeder seine eigenen Missionen und Aufgaben. Ja, das ist das Problem. Alter, was ist denn hier los? Der Doktor hat's verpasst. Was hab ich verpasst? Den Klepp, der den anderen Klepp überschossen hat. Na. No. Guck. Ja, ich seh's. Wow. Oh, kein Kuchen. Du brauchst dieses Ding, um die Zugbrücke zu senken. Viel Glück. Juhu. Gib die Quest ab. Oh, neue Sachen. Ausverkauf. Und auf geht's. Zur Wurst. Zur Wurst? Zur Wurst. So, wo bringt das andere? Bringt uns, wir haben jetzt zwei Sachen in Ausverkauf. Das haben wir hier. Energiekoppler installieren müssen wir machen. Und danach. Warte mal, wo können wir die andere denn abgeben? Es lebt. Auch hier. Ja. Moment. Hab den Energiekoppler. Gut, dann müssen wir irgendwo reinbatschen. Machst du mal wieder rein die Quest, dann kann ich dir. Ja, der ändert halt immer, was er gerade Lust hat. Ich weiß auch nicht warum. Ja? Aus Verkauf, das da. Ach, Jacobs. Ja, hier, ja. Wir bei Jacobs vertrauen noch immer den Lehren unserer Väter. Immer auf den Kopf schießen. Naja. So, komm mal gleich wieder verkaufen. Man hat sich wieder einiges Zeug angesammelt hier. Braucht jemand einen stinknormalen Revolver mit 2 Schuss und 402 Schaden? Nee, ich habe etwas über 500 Schaden. Und plus 103 Schaden. Prozent? Oder, ja. Oder was? Ja, plus 103% Schaden dazu. Boah. Dann hat er 800? Also, ich habe 526 Schaden plus 139%. Ja, dann. Weg damit. Weg damit. Ich habe hier so ein starkes Maschinengewehr mit Schaden 70 und plus 2 Säure und 61 Schuss im Magazin, plus 37% Magazingröße, plus 54% Rückschussverringerung. Maschinengewehr mit Säure ist auf jeden Fall interessant für mich. Okay, dann behalte ich das mal und gib's dir dann einfach. Dann kannst du ja selber entscheiden, ob du es nutzt oder wegschmeißt. Weil bisher habe ich nur Maschinengewehre. Juhu, ich falle immer runter, wenn ich was mache hier. Willst du einen Schritt zurückgehen, dass du siehst, wo alle sind und dann... Jetzt erstmal in den Graben. Ich gebe mal den Energiekoppler ab. Ja. Loki? Ja, wo bist du gerade? Da bist du, ja. Oh ja, das sieht interessant aus. Wenn ihr noch braucht, dann gehe ich mir noch kurz was zu trinken holen. Ja, kannst du ruhig machen. Oh, noch ein Granatenmod mit Schaden 92. Nehme ich doch mal rein hier. Gerüchte über Angestellte
100 Schuss pro Magazin? Mit einer Jacobs brauchen Sie nur einen. Das ist total bescheuert, dass hier die Torque-Waffen keinen Explosionsschaden haben. Kommt ja, Torque erst in Borderlands 2? Nein, nein, Torque, ja, richtig, Mr. Torque kommt da erst, aber die Torque-Waffen gibt's hier trotzdem schon. Und, ja, vielleicht kommt die Explosion erst in dem zweiten Teil, dass das... ja, aber generell haben ja Torque-Waffen immer Explosionsschaden. Aber ich habe generell hier das Gefühl, dass ich, wenn ich voll auf den Gegner draufhalte mit einer Waffe, die Kugeln einfach durchgehen und keinen Schaden machen. Ja, das teilweise. Gefühl habe ich manchmal auch. Du schießt die ganze Zeit mit Raketen. Ja, aber da sehe ich's dann, wenn die Feuerschaden kriegen, weißt du? Genau. Ja, aber nee, mit der Schrotflinte geht's mir ähnlich. Dass ich einfach das Gefühl habe, die gehen einfach, ja, selbst wenn die 2 Meter vor ihnen stehen. Dr. Zett, wenn es Dr. Nett geht. Plus 11? Ah ne, falsche Maske. Okay, dann wollen wir mal zum Ding gehen, oder? Ja, gehen wir mal zum Ding. Dann runterlassen. Ja, immer zum Ding. Komm mal gucken. Schwing dein Ding. Da wollen wir vorhin auch fahren. Ja, natürlich. Auf. Alter. Rigge-digge Ding. Yeah! Niesen, so. ich bin allergisch gegen dumm. Bullshit. Ja. Dummgeschwätz ist auch gut. Ich bin allergisch gegen Dummgeschwätz. Ja. Müsstest du immer niesen, weil du bist der König des Dummgeschwätz. Und ich gegen mein eigenes. Da ist ein Filter drin, ja. Ich renne da mal durch und lass die Brücke runter. Und zuerst gucken wir das da oben nochmal an. Ich will an diese Waffenkiste, verdammte Kacke. Die Brücke ist jetzt unten. Man kommt an die Waffenkiste ran. Scheiße. Die Brücke ist immer unten. Das Tor muss hoch. Das Tor ist oben. Sind 2 Elektrowaffen drin. Und da drüben ist auch eine Kiste. Oh nein, hat nicht funktioniert. Ich versuche es nochmal. Alles klar, hallo. Du hast mich da reingepackt, du Schweinepriester. Wenn ihr nach links oder nach oben guckt, nach links, dann seht ihr noch eine Kiste, wo man hinhüpfen kann. Habt ihr den Hüpfer nicht geschafft? Häschen, hüpf einmal. Ich mach das mal von hier. Hier ist es viel leichter. Und ich bin drüben. Ja, bringst du mit, was auch immer drin ist. Maschinengewehr. Und ein kleiner SMG. Naja, ist nichts wert. Meins! Die oben habt ihr geplündert, die Elektrowaffen zum Verkaufen? Nein. Finde ich gut. Ich nehme sie auch mit. Guck mal. Okay, Loki, danke. Ja, nimm's halt. Kommt angerannt, nimmt's und geht wieder. Guter Loki. Raketenwerfer. Moment, weg ist er. Ja, wenn's nur zum Verkauf ist. Ja, wenn's niemand von euch will, dann wird's verkauft, ganz einfach. Eben. Ich bleib höchstwahrscheinlich bei meinen Revolvern und bei meinen Snipern. Mehr brauche ich irgendwie. Raketenwerfer und Schrotflinte, was will ich mehr? Hallo. Das oben war ein SMG und ein starkes MG. Ich bin mal. Wir müssen alle umdrehen, nach Loki gucken, wo er steckt. Weil er in seinem dämlichen Menü rumhängt. Nein! Reise! Nein. Komm! Reise!
Reise, Lumberyard! Das macht er immer. Wenn du das Fass vom knallharten Tankenstein zerstörst, wird er bewusstlos. Das hatte ich für ein Gerücht. Ein absoluter männlicher Gena. Hüte deine Weichteile vor den Scherben, was? Die ich nach dir geschickt habe. Ach, Hüte! Ich hab gerade den Töte verstanden. Hüte deine Weichteile, ja. Ja, vor den Schergen, was? Wer braucht schon Dr. Zed, wenn es Dr. Ned gibt? Oh, hier liegt ein Echo. Hatte ich schon die gelben Updates? Hinten. Was? Gaggy, du glaubst nicht, was hier passiert ist. Die Misery-Maschine ist kaputt. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues. Hä? Ich muss es nochmal für mich abspielen. Irgendwie klappt es heute nicht bei mir. Boah, scheiße, wie hieß denn das Ding? Bei mir hängen heute die Personaufnahmen. Weiß jemand, wie die Tonaufnahme jetzt hieß? Nein. Fuck. Na, so hieß sie bestimmt nicht. Warum sind die nicht nach... Ah, oh Gott, das ist doch so kacke hier. Warum haben sie den nicht so irgendwie so... Onward und die letzte, was da angehört, das ist damit da oben. Abgespielt, dann hatte die ersten drei Wörter kamen raus und danach war Schluss. Was hat er jetzt erzählt? Keine Ahnung, es war so laut. Gut. Nichts Wichtiges, aber wir müssen hier die Typen finden, von dem her ist egal. Ja. Geld für alle! Dum 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 dum. Oh nein! Wow! 1,5 Millionen, ein SMG. Aha. Nice. 100 Schaden und dreifach Brand, das ist richtig gut, ey. Für ein SMG, wie viel Schuss im Magazin? Warte, ich werde angekotzt. Da kommt noch mal einer. Sonst geht's dir gut, ne? Ich heil dich damit! Ich hab nicht mal. Ach ja, lassen wir das. Schuss im Magazin. Oh, nicht schlecht, aber ich hab so viel Geld nicht. Ich wollte gerade sagen, mir fehlen da auch so knapp 600.000 für. Ja. Ja, 769.000 habe ich, das war's. Leute, hinter euch. Noob, hinter dir. Dankeschön. Ja, Geldprobleme wird es später in Borderlands 2 nicht mehr geben. Das ist halt nicht hier auch nicht, also der Preis ist ein bisschen übertrieben. Nee, das ist, der Preis ist ja ziemlich hoch, aber... Da übertrage ich dann einfach aus meinem Level 53 Charakter ein paar Waffen. Und dann kannst du shoppen gehen. Hm.
Hab ich nie gemacht. Da kommt noch mal einer. Zwei. Drei. Vier, fünf. Da liegen überall noch Stückchen rum. Brauchst du ein Pflaster? Zombies können tief einschneiden, weißt du? Ich bin schließlich Arzt. Obwohl, wenn du dich verletzt und gepeinigt bist, dann lass ich dich wahrscheinlich abkratzen, weil du meine heimtückischen Pläne durchschaut hast und so. Milfgranaten. Was, Milfgranaten? Sind die ein bisschen älter, aber immer noch geil? Ja. Oh, voll könnte ich so in einen Milchgranaten. Und noch einer. Aber bis ich dazu komme, die Folge zu benennen, habe ich sie eh wieder vergessen. Man musste sie vorher nochmal angucken. Du hast ja, aber Milchgranaten. Ja, du musst ja genau die Stelle damit erwischen. Oder du musst dir Notizen machen zwischendurch. Willst du das mal die andere Quest reinmachen, Tobi, die mit den Typen? Ich glaube, die müssten hier auch sein, oder? Ja, hier müsste gleich einer sein. Da sitzt er, guck. Verfluchte Scheiße. Das digitale Peilmodul ist furchtbar. Die Route will mich dauernd durch einen Berg los. Was soll ich machen? Soll ich versinken? Gibt's da einen geheimen Durchgang? Nein, drüber hüpfen kann ich auch nicht. Verdammt! Was? Moment! Ich hasse nicht digitales Teilmodul. Ich hasse nicht ewiges digitales... Okay. Ja, er hasst das dämliche Modul. Es regnet Geld! Und Zombies. Das ist großartig! Jetzt müssen wir wieder in die Richtung für den nächsten. Wir müssen da oben rum. Wir müssen eh da oben rum. Okay. Ich bin da kurz vom Level ab hier. Das geht schneller, die Dinger aufzumachen. Und da wir eh so viel Munition haben. Ja. Jetzt habe ich die 800.000 zusammen. Franken. Er war zu klein für uns. Frankenstein. Läuft ziemlich gut. Ach, da unten. Plätzchen, willst du eins? Oh, ja. Scheiße, warte. Ich wollte dich doch von den Qualen deiner Existenz befreien. Ich kann ja keine Plätzchen an rachsüchtige Rumtreiber verteilen. Hey, weißt du, ob Zombies auf Plätzchen stehen? Ja, gesunde Plätzchen sicherlich, ne?
Fleischplätzchen, ja. Ob es da oben was gibt? War das nicht blutiger Weihnachten? Wo der diese Fleischplätzchen aus, oh, aus der Typ da macht? Ja, genau. Wo sie aussticht und dann backt. Und nachher den Baum hängt. Ach, nee, hier ist nichts. Kabangu! Schrotflinte! Na, schade. War nicht schrot genug, die Schrotflinte, ne? Nee, die war nicht schrot genug. Die Sarah schaut mir dazu. Der Kevin schaut zu. Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Hier explodiert immer alles. Unter anderem Loki. nein, ich sehe es. Explodiert nicht. Er hat einfach zu viel Druck aufgebaut. Was denn? Du mit deinen Raketen. Ich mach nur, für was ich bezahlt werde. Weißt du, dann lass mich doch einfach nicht die Klasse spielen, die mit Raketen um sich schießt. Mann! Das ist eine freie Entscheidung von dir gewesen, das zu tun. Ja, und dem Skillbaum. Guck mal, 53 mal 7 und zweifach Elektroschaden. Was? Pumpgang. Ah, komm schon. Wenn ich gerade raus sie. Ich verkaufe sie. Ah, ich finde den. Ich habe ein Logbuch gefunden, ich hol's mal. Oh. Oh, wie geil! Der hat sich als Tonne versucht zu verstecken, wie es aussieht. Der liegt unter dem Fass oder im Fass. Die Beinchen gucken noch raus. Alter, wie geil. Oh, klasse, ja. Okay. Okay, du weißt ja, der Geist ist am Ende immer ein alter Mann mit einer Maske auf. Ich glaube, die Zombies tragen keine Masken. Also habe ich getan, was du und ich am besten kämpfst, Gaggy. Hab mich versteckt. Zeins! Ich hab was gehört. Ich melde mich besser mal an. Mach dir keine Sorgen um mich, Kumpel. In Fässern suchen sie einen nie, stimmt's? Okay, wenn das ein Noob war, was ist dann erst der Trottel oder der Hinrissige? Hört auf mich voll zu rotzen. Wieder eine Pumpgang. Ja, wieder nix. Lass mal die Brücke runter. Hinter dir, Tobi.
Mensch, du, bei dem Stress kommst du ja gar nicht dazu, mal was zu trinken, ey. Ja, ich hab gerade eben was getrunken, als ich das Ding abgespielt hab. Huch. Du bist leider mit Fässern da! Ich dann hab das Frankenstein. Frankenstein! Oh, was ist jetzt los hier? Knallharte Tankensteins! Wir werden vollgespuckt, das wird nerviger! Ah, ich leg. Ich leg auf! Ich steh wieder! Wow, wow, wow! Ich steh auch wieder! Da geht ein Tankenstein! Der nächste geht auch gleich! Level up! Jo! Das nenne ich Beute. Ja, das war doch jetzt ziemlich lustig. Rektmann Skillpunkt verteilen. Ja, ich mach meinen Schaden mit den Sniper-Gewehr noch schlimmer. Ah, mehr Zeit zur Wiederbelebung und mehr Gesundheitsbonus nach Wiederbelebung. So muss das sein. Ja. Ja, Folge ist vorbei. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.